Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus Digame Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir befinden uns hier im Digi-Szenario und ich habe eben gerade mal wieder ein bisschen was an, Steinen abholen bei mir. Denn wir haben hier ja noch ein bisschen zu buddeln, damit wir den Platz hier optimal nutzen können für unsere... Achso, ich wollte noch ein bisschen Beton mal wieder... Ach, das kann ich mir bringen lassen. Ich betoniere hier schon mal ein bisschen was. So... Ziehen wir hier schon mal die 100 Beton durch und wenn wir die nächsten 100 kriegen, dann können wir die auch benutzen. So, also weiter geht's. Wir klopfen Steine. Kennen wir ja schon. Und wir müssen hier im großen Bereich noch wieder freischaufeln, damit das hier auch alles gut klappt. Beziehungsweise ich möchte jetzt hier erstmal nur die Straße fertig haben. Das ist quasi so das Hauptziel. Guck mal, da bringen sie mir zwischendurch Beton und Steine holen sie ab. Ist das schön. Also, das mit den Robbys funktioniert wunderbar. Mit denen hier auch leider. Aber wir haben ja da schon ordentlich gut gestanden. Obwohl, ich habe schon wieder nur noch 183. Ich muss schon wieder welche holen. Also, Kugeln gehen hier schon ganz gut raus. Also, auch die Feuerrate ist, glaube ich, ziemlich in die Höhe gestiegen. Seit ich, oder mit durch die Forschung. Apropos Forschung. Können ja hier noch mal langsam was wegforschen. Machen wir doch mal. Oh, Patronenschaden. Ja, das benutzen wir zwar nicht, aber die Forschung ist erstmal beschäftigt. Und wir müssen ja noch mehr. Hier ist ja was los. Und hier kommen wir schon wieder, genau. Zu unserem Erzvorkommen, was hier unten noch ist. Oh, wie viel liegt hier? 2099 Uran. Das kann man natürlich eigentlich alles nicht liegen lassen, ne? Braucht man alles eigentlich. Aber wenn... Ne, ich werde erstmal das diagonale Band, was wir da durch die ganze Basis dort hinten haben. Ich glaube, das ist jetzt so der nächste große Schritt, den wir hier angehen werden. Wo wir... Oh. Da habe ich vergessen, Mauern zu setzen. Das rächt sich natürlich sofort. Aber wir könnten das hier mal abbauen. Ne? Es steht so ein bisschen was im Weg erstmal eine Weile, aber das ist nicht so schlimm. Natürlich. Gut, optimal jetzt hier dann trotzdem immer noch drauf zu hauen. Oder drauf hauen zu müssen. So, wir können ja natürlich gleich mal hier betonmäßig das ein bisschen abstützen. So. Das ist eine doofe Baurichtung, weil ich jetzt wahrscheinlich wieder von diesen Robbys so viele einsammle. Na, so geht's. So, fliegen sie nicht direkt über mich, wo ich hinklopfe, oder sie fliegen nicht über die Position, wo ich gerade mit der Spitzhacke unterwegs bin, sagen wir mal so. So. Wo ist schon wieder jede Menge Steine hier? Sehr schön. So. Beton. Haben wir immer noch. Haben wir schon ein bisschen was wieder gebracht. Oh, da kommt noch ein bisschen mehr an hier wieder. Gut. Gut, das hätten wir. Dann können wir das nochmal wegtragen lassen. Hier die arbeiten, aber nicht alle. Interessant. Haben wir jetzt schon zu wenig Eisenerze. Kann natürlich sein, dass hier oben die ganzen... Jungs jetzt so langsam aber sicher in einen Produktionszustand kommen, wo sie gar nicht mal mehr so viel. Nee, das ist. Oder die Kiste? Nee. Also die Kisten laufen nicht mehr voll. Gut, also dann transportieren wir genügend ab. Naja gut, hier sieht es auch ein bisschen wild aus, aber was willst du machen? So, wie sieht es mit den Kisten hier hinten aus? Hier sind ja eigentlich sonst auch immer ziemlich voll gewesen, aber es verstopft sich nur noch mit. Mit Kohle und Stein oder hauptsächlich nur noch mit Kohle. So, wir holen hier erstmal den Uran hier unten raus. Und die sind fertig hier. Zwischen Kohle drin, Kohle drin. Kohle drin, alles klar. Auch hauptsächlich nur Kohle drin. So, wenn es auch kein Uran. Alles klar. Okay, also das Uran-Gelumpe, das haben wir schon mal.
ist ja gar nicht mal so viel, aber vielleicht hilft es ja und wir kriegen mal wieder einen Uran 235 raus. Ich hoffe es ja einfach mal, dass wir wieder mal dran sind. Dass der Zähler sich hochzählt. Und hier ist natürlich sehr viel mit Kohlen und Steine. Ja. Da ist immer was los hier. Inventar ist voll. Vier, bitteschön. Auch schon wieder voll. So, und jetzt holen wir uns erstmal noch die Munition wieder voll. Dann machen wir 199. Dann machen wir uns. Lampen haben wir noch. Thomas haben wir noch, dass wir 15 Pickaxe haben. So. An Stein soll es ja nicht mangeln, da haben wir ja ein paar. Und dann machen wir die noch da rein und dann. Zack. So. Gut. Wie sieht es hier mit den Kohleverbrennern aus? Wir bräuchten natürlich eine weitere Pumpe, die uns hier Wasser ins System mit reinpumpt. Jetzt könnte man eigentlich erstmal die Pumpe hier doch durchaus zweckentfremden, ne? Das wird das Wasser, was die hier macht, mit da reinpumpen. Und wo kommt denn das überhaupt rein, das Wasser? Ach, von hier unten. Was hat die denn erstmal? Oder wir können ja hier eine zweite Pumpe reinbauen. Haben wir noch eine Pumpe offshore? Irgendwo bestimmt, aber wir können uns auch eine machen, ne? Pumpe offshore, da. Ja, wir hatten noch eine. Sehr gut. Dann setzen wir hier aber noch zwei hin, so. Und dann kann hier richtig schön Rohre noch gemacht werden. Warte mal, ich brauche ein paar Rohre. So. 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 Dann haben wir hier genügend Wasser erstmal drin. Dann können die hier ordentlich abdampfen. So, gut. Alles klar. Das hätten wir geschafft. So, hier ist noch ein bisschen Eisenerz und Kupfererz darunter. Also das können wir jetzt erstmal nicht nutzen. Hier würde dann eine Spalte kommen und dann müsste dann da drüben es weitergehen. Alles klar. Also müssen wir dann hier drüben für mehr Dampf, müssen wir hier drüben noch ein bisschen ausbauen. Kriegen wir aber hin. Oh, wir sind überall nur am Klopfen und machen, ne? Aber viel was anderes bleibt uns ja auch nicht hier als einfache fliegende Wanderdrohne, die wir hier sind. Da sind ja eigentlich bloß eine Wanderdrohne. Und die werde ich dann alle auch auf Kohle erstmal setzen hier noch. Also ich will noch zwei weitere hier anbauen und dann machen wir unten die ganzen Dingenskirchens. Zwei oder drei müssen wir sogar anbauen hier, glaube ich. Ja, wir können ja drei, ne? Von oben nach unten drei Stück gehen hier hin. Ja, geht hier hin. Das geht sich aus. Alles klar. Also gut, wir fangen hier oben an und nehmen erstmal Maß. So, das heißt, wir brauchen hier eine Mauer. Wir brauchen eine Mauer hier, da und da und da. Geht der einen tiefer? Nee. Geht genau drin in dem Karree. Alles klar. Gut, dann ist es von hier 1, 2, 3, 4. Wo ist denn die andere Mauer? 1, 2, 3, 4 Platz. Genau. So. Und schon geht's wieder los. Das schöne, feine Steingehacke. Wir haben immerhin schon jede Menge von diesen Dingern hier umgehauen und werden hier noch jede Menge von diesen Dingern umhauen. Das ist leider so. Aber wir brauchen Platz jetzt für die Dampfmaschinen. So, 1, 2, 3. So. Und müssen dann hier halt eben mal mit Wasser rübergehen. Beziehungsweise mit Wasser von unten kommen. Wenn wir gleich bis unten durchziehen hier. Oh, sehr schön. So. Die Funker, die können ja bis hierher kommen, wo ich bin. Weil ich ja bloß eine, ich glaube die eine Reihe macht da gerade so, ne? Der Roboterhanger, der dort steht, der macht jetzt eine Reihe noch hier mit von denen. Also wir müssen noch nicht die neuen Roboterhanger aufbauen, deswegen. Das ist schon mal ganz gut. Und dann haben wir hier jede Menge Heizkessel. Ach, ich glaube, das könnte schön werden. Mal drei, dann haben wir 12 weitere Heizkessel. Das bedeutet, dass wir dann 24 weitere
Maschinen aufstellen können und dann muss man mal gucken, wie das sich denn so verhält mit der Kohle im System, die wir dann haben, ne? Nicht, dass dann. Aber gut, wir haben ja noch den Flüssigtreibstoff da hinten, also der, oder den Festbrennstoff, den wir aus Flüssigtreibstoff. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Oh, ja, aber gleich eine ganze Familie hier hinter. Die wollte mir uns Leder. Oh, anständig hier wieder, ne? Oh, wieder ordentlich. Kameraden hier, die was auf die Nase haben wollen. Na gut, ja, aber hier ist es auch, also hier die Ecke, die war natürlich auch lange Zeit unter Einfluss von den großen Kraftwerken, also von den Dampfmaschinen, die wir hier hinten hatten. Ich glaube, die haben ordentlich Luftverschmutzung abgekriegt hier oben. Weiß auch nicht, ob das noch weiter evolutionär weitergeht mit den Viechern. Ob wir dann noch welche kriegen. So, machen wir hier dann außenrum die Kante 1 auch noch weg. Einfach nur, weil wir es können. Achso, ich könnte ja mal wieder abholen lassen. Hier oben in dem scheinen die sich immer zu sammeln, ne? Wenn die Kohlen abliefern oder so, dann scheinen die erstmal keinen Folgeauftrag zu haben. Dann sind die erstmal doch ganz schön lange hier bei mir. Oh, ist doch gar nicht mal schlecht. Wenn ich ja wenigstens instant immer gleich entleert. Zack, nächsten hin. Holen wir jede Menge an hier gleich. Oh, ist okay. So, dann werden wir hier erstmal ein bisschen nach unten uns durchbuddeln. Damit wir so grob das Karree abstecken, was wir komplett entleeren müssen. Ja, vom Steine befreit sind Strom und Bäche, hätte ich bald gesagt. Nee, das ist ja der Osterspaziergang. Es ist ja eher vom Eise befreit sind Strom und Bäche. Durch das Frühling holden belebenden Blick. Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in die rauen Berge zurück. So, hier haben wir jede Menge Wasserkram. Das ist natürlich gar nicht mehr so schön hier. Was liegt denn da rum? Ach, das Eisenerz, ne? Alter, 12.000 Eisenerz auf einem Fleck. Ernsthaft? Was macht ihr hier mit mir? So. Ja gut. Jetzt wissen wir wenigstens, wofür wir die ganzen Lindfilz haben, weil die 55, die reichen hier. Oh. Ganz knapp nicht aus. Also ein paar Lindfilz brauchen wir noch und dann haben wir hier, also haben wir hier aber schon ein großes Gebiet, muss man ja sagen, was er uns dann da schon mal schenkt wieder, wo wir nicht buddeln müssen. Wir dürfen nicht alle Teiche zumachen, aber momentan an dem Teich, den wir oben haben, können wir glaube ich auch noch 4 Stück wieder positionieren, also es geht noch ein bisschen was, aber sollten vorsichtig sein mit dem Zumauern von Teichen. Hier ist auch so ein riesengroßes Kupfervorkommen, ne? Merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Beiß mir gar nicht in meine Mauer, du. So. Das weiß ich gar nicht mehr, was das mal war, was das Gemauerte hier unten war. Das kann ich so gar nicht mehr deuten, ne? Wofür das mal gut war. So, dann gehen wir nämlich jetzt hier runter. Und dann können wir uns zumindest schon mal die Schablone ranlegen, wo welche. Achso, warte mal. Machen wir hier mal wieder. Das sieht fetzig aus, ne? Also da sammeln sie sich wirklich alle, die Kohle hier oben abliefern, die gehen erst zum Energieladen rein und dann ab, weg, ne? Also dann müssen wir mal gucken. Also über den Weg reicht nämlich, glaube ich, dieses Durchreichen von dem Dampf jetzt gerade gar nicht. Könnte ich mir jedenfalls ganz gut vorstellen, dass das nicht ausreicht. Naja. Oh, jetzt sehe ich gar nicht. Oh, da haben wir schon wieder ein Löchlein. Momentchen, mal, ich muss mal kurz was gucken hier. Ich habe nämlich das Fenster von OBS etwas zu niedrig gezogen und habe nicht gesehen, wie lang die Folge schon ist. Wollte ich gerade mal gucken, wie spät wir es haben. Aber es ist erst eine Viertelstunde um.
Aber wenn man die ganze Zeit hier nur am Hämmern und so ist, das ist schon... Zieht schon ein bisschen an den Nerven. Aber es ist ja für einen guten Zweck. Beziehungsweise nicht für einen guten Zweck, aber es ist natürlich für unsere Sache ganz gut, dass wir dann hier bald fertig sind. So. Und dann mehr Energie im System haben, damit wir mehr Erzbergwerke bzw. sogar Schmelzöfen dann betreiben können, ne? So. Und weiter geht's. Ach Mensch. Da sind sie schon wieder, die Kleinen. Ah, sie wollen ja nur spielen. So. Und dann hier drei. Dann hier drei. Da vorne können wir noch Steine einsammeln. In dem Loch hier. Zack. Oh, können wir Steine abholen lassen. Ups, jetzt verrennen wir uns. Und dann brauchen wir, naja, ein paar Lentils brauchen wir hier für die Ecke noch. Aber dass wir schon wieder alle verbraucht haben, das war... das war auch ein großer Teich, der da kam. So, hier brauchen wir nichts. Und hier brauchen wir 1, 2, 3. 2, 3. Der muss weg. Der kann weg. So. Der kann weg. Hier muss die Stütze hin. Der hätte da bleiben können. So, hier muss eine Stütze hin. Da muss eine Stütze hin. So. Dann haben wir den untersten doch gleich fertig hier. Das sieht doch schon ganz gut aus. Nee. Oh, jetzt dachte ich, dass die Musik wird. Ach, war eine längere Pause dazwischen. Oh Mann. Na gut, so ist das halt, nee, wenn man die Lieder halt doch nicht ganz kennt aus dem Kopf. Aber ich habe das jetzt schon auch sehr oft gehört, muss ich sagen. Da hätte ich jetzt eigentlich wissen können, dass da so eine lange Pause kommt. Naja, gut. Das ist irgendwie merkwürdig. Ah, guck mal hier. Da ist aber einer daneben. Wir machen ja Sachen. Stimmt das? Ja, stimmt. So sieht's besser aus. So sieht's symmetrisch aus. Alles klar. Wieder ein Fehler im Muster gehabt. So. Aber dann haben wir hier dann gleich was für Dampf. Dann können wir gleich mal gucken. Achso, hier können wir den Dampf gar nicht sauber rüberlegen, weil hier dann nebenan der noch nichts ist. Schwierig. Ich bin auch überlegen, ob ich das Wasser hier nochmal extra hochhole. Könnte ich ja nicht machen, ne? Wasser kann ich ja hier unten auch durchlegen und dann kann ich es mir hier wieder mit reinholen ins System und den Dampf natürlich auch von hier in den Außensystem gleich. Ja, das machen wir auch so. Was haben wir denn hier? So, dann lassen wir auch mal den Construction Roboter ein bisschen was machen. Wo sind wir denn hier? Wir brauchen dann natürlich aber auch noch ein paar davon. Machen wir mal ein paar davon. 12 Stück brauchen wir davon genau. Und dann Blueprint. Warte, da. Blueprint von den Dingern hier. Das brauchen wir. Kann den nicht setzen, weil, ach, hier liegt ein Strommast drin oben. So. Oh, da. Blueprint. So. Und dann kommen sie alle angeflogen hier, die Kameraden, und können hier ein bisschen bauen. So, wenn die dann hier unten fertig sind mit dem Teil bauen, dann werden wir mal gucken, wie wir das anschließen. Also, wie wir das Wasser rüberholen, wie wir den Dampf rüberholen oder rübergeben. So. Ach, die haben sogar noch welche davon. Ach, guck mal, hätte ich gar nicht gewusst. So. Gut, sind ja fast fertig hier mit dem Baum. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Die haben sogar noch die Dinger noch gehabt. Ach, guck dir an. Das möchte ich jetzt hier nicht haben. Ich möchte gerne das hier haben. Und zwar durchaus ein bisschen mehr. Ja, kommt natürlich einmal genau der Brennstoff angeflogen hier vorher. Ja, genug auf Lager, ne? Das, so ist es ja nicht. So, und jetzt kommen die Kohlen angeflogen. Sehr gut. Oha. Meine Herren. Ja, die verteilen sich alle schön auf die Funkstation. Und die Funkstation hier, die ist schon wieder schwer belagert. Gut. Und dann müssen wir mal gucken. Hier den Wasseranschluss. Wo habe ich denn den gemacht?
Hier ist der Dampfanschluss und dann ist hier der Wasseranschluss, ne? Da muss der Wasseranschluss hin, alles klar, okay. Dann gucken wir doch mal, ob wir das dann sauber hinkriegen hier. Das kann ja raus hier. Dann kann erstmal das hier auch noch raus. Damit wir den Anschluss auch sauber legen können hier. Dann sind wir schon wieder ganz nah dran hier an dem ganzen Erzgelumpe. So, komm her. So, sehr schön. Habe ich da überhaupt Lampen drin? Nee, ich habe da... Nee, ach so, die machen sich ja selber Licht. Aber Lampen habe ich durchaus ein paar drin, aber da müsste ich Strom reinlegen. Ah ja, okay. Naja, gut, warte mal. Dann machen wir das hier mit den Lampen trotzdem. So, und dann legen wir mal Strom rein hier. Einmal auf der Seite, einmal auf der Seite. So, und hier ist dann ja sowieso der Anschluss nach... ans Stromnetz. So, gut. Dann haben wir auch Lampen drin, das hat auch ein bisschen beleuchtet. Sieht viel schöner aus. Alles klar, jetzt könnte ich natürlich erstmal hier in so einer Anbieterkiste, die hier rumsteht, die Dinge reinpfeffern. Dann kann ich natürlich noch ein paar von den hier machen. Dann brauchen wir noch mal ein paar von noch. Die brauche ich da auch einfach rein, nachher, wenn ich die Kiste abreiße, dann ist das Zeug halt weg. So. Achso, die werden ja schon gemacht hier. So, wo sind sie denn? Da unten. 15 Stück, ne? Zack, ab rein in die Kiste. So, dann haben wir genug jetzt für die... für den Bau von dem hier, von dem ganzen hier. Bis nach oben. Aber weiterbauen werden wir das in der nächsten Folge. Oh, jetzt nehme ich schon wieder die Robbys hier auf. 3 Stück habe ich schon wieder. Weiter machen wir in der nächsten Folge. Dort werden wir dann hier natürlich erstmal das Dampfzentrum erweitern. Achso, warte mal. Ich wollte hier unten die Rohre machen, ne? Genau. Da wollte ich eigentlich hin. Habe ich denn noch glatte Rohre? Wahrscheinlich nicht, nee. Machen wir uns noch ein paar. Und weil wir es können, machen wir uns noch ein paar unterirdische Rohre. Gucken, ob sich das dann hier ausgeht. Wahrscheinlich wieder noch ein paar glatte hinterher machen. Damit wir dann hier den Anschluss rankriegen, beziehungsweise das Wasser erstmal darüber. Das können wir ja mit unterirdischen Rohren machen. Haben wir ja noch 6 Stück. So, wie weit muss ich denn hier rüber? Dann könnte ich mich hier an und der Wasseranschluss wäre hier. Na, das ist ja doof. Das ist ja jetzt wie ein bisschen dämlich. Aber er ist leider hier. Kannst du nicht ändern. So, dann haben wir da schon mal Wasser drin. So, und den Dampfanschluss, der liegt hier oben dann. Der heißt also, hier kommt der Winkel hin. Dampf. So, dann ist der Dampf da nämlich auch angeschlossen. Und dann müsste es sich ja eigentlich dieses 9er Karree quasi über diese Anschlüsse selbst definieren und alles machen können, was es will. So. Gut, das haben wir. Folge wollte ich beenden. Also, das war eine Runde Factorio im Digi-Szenario hier auf Steam Game Studio. Mein Name ist Master Schröder. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Bis denn. Tschüss.